Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Space Engineers. Und wir hatten kurz Besuch von Finne. Ja, das ist eine Weile her. Wir haben so ein paar Sachen ausprobiert, haben uns mal so die Welten angeguckt und dabei ja festgestellt, dass Space Engineers absolut grottig läuft. Interessanterweise. Egal, ob wir jetzt diese Welt hier laden oder eine andere Welt ohne irgendwelche Mods. Ob das nun bei mir ist oder bei ihm, im Multiplayer lässt es sich im Moment fast nicht spielen. Und wir haben keine Ahnung, warum. Also es kann nicht an der Internetverbindung liegen, weil wir das jetzt mit anderen auch festgestellt haben. Mit Dasisch zum Beispiel oder auch mit Finne. Und da ist es immer egal, wer von uns allen der Host ist. So wie wir in den Multiplayer gehen, laggt es ungemein. Und am krassesten habe ich das jetzt wirklich selber mal erfahren, als ich dann der Welt vom Finne beigetreten bin. Und das war wirklich Wahnsinn. Und wir haben nebenbei noch Tests laufen lassen, wie die Internetverbindung ist. Also Speed, alles wunderbärchenhaft. Eigenartig, ne? Sehr, sehr, sehr eigenartig. Erinnert schon fast so ein bisschen frühere Zeiten, wo man das eigentlich getrost vergessen konnte. Ja, mit dem wir spielen mal zusammen. Ich habe ein bisschen was gemacht. Wir haben hier so ein bisschen was abgebaut. Wir haben hier ein bisschen Erde gebuddelt. Also jetzt praktisch hier hinten, jetzt muss ich nur den richtigen Eingang finden. Ich glaube, das ist er. Das war ja unser Buddelloch von damals. Ich wollte den Lichter machen. So, da ist jetzt ein Riesenloch und weiter unten ist es auch noch größer. Also jetzt, ein bisschen abgebaut und noch ein bisschen Magnesium-Nickel geholt zwischendrin. Um verschiedene Sachen zu machen. Was haben wir gemacht? Nichts Weltbewegendes, keine Panik. Also, hier ist nicht viel entstanden. Ich habe hier diese Wand gebaut. So ein bisschen mit anderen Texturen gearbeitet, um das vielleicht ein bisschen zu hervorzuheben. Ja? Einfach damit es ein bisschen anders aussieht. Hier unten den Eingang gemacht. Das war da auch schon alles. Und ansonsten haben wir eigentlich hier hinten, jetzt ist hier so eine doofe Fliege, die mich nervt. Diese Fliege, die sind so aufdringlich, ne? Das ist so Wahnsinn. Hier eine von diesen neuen Türen gesetzt. Finde ich ziemlich cool, gefällt mir. Und Licht aus. Nice, Licht an. Und hier so Licht ringsrum, man sieht es hier so ein bisschen, ne? Links und rechts davon. Damit halt das Ganze ein bisschen beleuchtet ist. Hier vorne, ein bisschen angefangen schon mal die Überdachung zu machen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mir das so gefällt. Ich will auf jeden Fall hier oder hier Fenster einsetzen. Ja. Damit das dann entsprechend fertig ist. Einfach damit wir ein bisschen geschützter sind. Denn hier war ziemlich viel los. Ziemlich viele Schiffe, die in der Nähe lang geflogen sind. Die einen doch schon so ein bisschen das Gefühl haben, so, wer weiß, was da passiert. Und da hinten ist ja auch irgendwas gelandet, wie wir sehen. Also, mal gucken. Ach nee, ist das abgestürzte Schiff, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Naja. Ansonsten, das war weiß. Es ist wahrscheinlich schon wieder weg, so wie das andere auch. Tja, ansonsten, ja, ist jetzt hier so, ist es jetzt ziemlich dunkel. Ich habe hier und hier nochmal so vereinzelte Lampen dran gesetzt, aber so richtig bringt das bisher noch nichts. Da müssen wir nochmal ein bisschen schauen, dass wir das erweitern und verbessern. Tja, und ansonsten würde ich sagen, steht jetzt eigentlich unser Flug an. Zurück zu unserer Basis. Damit wir entsprechend die ganzen Ressourcen bekommen, die wir denn da benötigen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier runter. Ui, ja, das habe ich auch gemacht. Endlich mal hier diesen Gang nach oben geschweißt und hier nochmal, ich weiß gar nicht, war das Licht vorher schon? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, und hier halt kurz gemacht, ne, so ein bisschen, so Kleinigkeiten halt, ne, ja, so ist das. Muss ja irgendwas gemacht werden, ne. Ja, ansonsten, dann nochmal kurz unsere Energie auf, vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was man noch so gebrauchen kann. Besser ist das. Genau. So, wunderbärchenhaft. Habe ich noch irgendwas im Inventar? Das ist die falsche Taste. Ich will immer Tab drücken für Inventar. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Bei welchem Spiel das ist. Hydrogen. Hydrogen sollten wir vorsichtshalber auffüllen. Ja. Ja, man merkt es jetzt zum Beispiel auch wieder, ne? Jetzt dann ist wieder irgendwas. Ich habe jetzt auch seltsamerweise, oder interessanterweise vielmehr, sogar Schwierigkeiten, das Spiel zu laden. Also das geht jetzt nicht nur mir so, auch das wiederum haben wir bei den anderen auch festgestellt. Aber interessant ist, dass ich das sogar habe, wenn ich hier meine Singleplayer, also Let's Play Welt. Da müssen wir schnell zusehen, dass wir hier wegkommen. Selbst wenn ich die lade. Was total interessant ist, denn wie kann es sein,
Ach so, das müssen wir gucken, dass wir das hier. Echt? Jetzt hoffe ich, dass nichts kaputt gegangen ist. Naja, sieht nicht so aus. Ja, wir hätten vorher die Hydrogentriebwerke installieren müssen. Habe ich nicht dran gedacht. Entschuldigung. Genau so. Ich hoffe, wir kommen noch raus. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, das sieht gut aus. So, dann fliegen wir einfach erstmal straight nach oben. Da hinten ist diese Heli-Plattform. Ja, das sieht gut aus. Ich kann keine Schäden jetzt so ad hoc feststellen. Vielleicht haben wir hier und da vielleicht ein paar Pünktchen verloren, aber das sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Wir sehen, Beschleunigung ist gut. Wir sind ziemlich schnell unterwegs. Wir fliegen straight erstmal gerade nach oben. Ich weiß, 90 Grad Winkel vielleicht nicht das Beste. Also normalerweise würde man nicht so vom Planeten wegfliegen. Ah! Aber wir machen das, weil es einfach der kürzeste Weg ist hier von weg. Tja. Und genießen dann dabei, ich suche mal ein bisschen weiter raus. Hui! Das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Den schönen Flug. Ja, wenn wir mal das hier ausschalten kurz. Naja, das, die ganzen Anzeigen, das ist einfach ein bisschen viel. Genau, und fliegen jetzt erstmal so weit. Ja, wir sehen, er kommt aber nicht ganz über die 100 rüber, ne? Es ist so scharf, es ist knapp. Wir sind immer so bei 99 ungefähr, aber das reicht. Solange er nicht langsamer wird, ist alles gut. Ja, damit, weil dann müssen wir uns Gedanken machen. Aber jetzt so passt das ja. Aber wir sehen, wir sind schon bei noch 0,8. Ja, es nimmt gut ab, ne? Dadurch, dass wir so straight geradeaus fliegen, verlieren wir halt relativ schnell an Anziehungskraft. Ja, das ist super. So ist natürlich perfekt. Ne, 0,7. Jetzt wird es gleich wieder immer leichter und leichter. Also das ist natürlich Bombe, ne? Genau so wollen wir das. Was ist denn das für ein Planet da oben? Den kenne ich gar nicht. Ich guck mal kurz. Da haben wir auch noch gar nichts. Oh. Na, das ist ja mal, da haben wir noch viele. Habe ich die mal irgendwie. Also eigentlich sind die meisten Planeten hier von mir erstellt. Ja, das ist interessant, dass wir da noch nichts haben. Okay, ja, das ist halt so. Tja. So, 0,5. Also wir sehen. Läuft alles. Ja, machen wir so. So, in 11 Kilometer Entfernung haben wir Gold. Wo war jetzt das Gold? Das muss ja dann irgendwo unten sein, ne? Ja. Ja, es ist da unten. Da ist es. Genau, da oben links sehen wir es. So, und irgendwas Weißes. Da, Wheel Trader. Das ist ungefähr das Ding, was auch abgestürzt war, ne? Bin ich der Meinung. So, 0,33. Ist herrlich. Wunderbar knapp. Jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir das entsprechend auch hinkriegen, dass wir, was ist das da? Heli-Plattform. Ah ja, gut, okay, das ist die auf dem Planeten. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Dass wir so schnell wie möglich da hinspringen. Muss erstmal gucken, wo das denn dann ist. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal kurz die Gravitation, also die Anziehungskraft verlassen, ne? Ja. Ich finde das ja immer wieder faszinierend, ne? Wenn wir hier so einen Planeten verlassen, wie das dann entsprechend aussieht. Und ich muss sagen, nach wie vor gefällt mir dieses Schiff echt super. Also so vom Design her, ja? Hier vorne mit der Kanzel und allem. Ich denke, wir werden mal gucken, dass wir die nächsten Schiffe auch vielleicht so ein bisschen in diesem Design halten. Mal gucken, mit dem Cockpit, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Gut, ich möchte gerne richtige Füße haben. Ich weiß nicht, irgendwie wäre das schöner. Ja. So, ich denke, wenn wir bei ca. 0,1 sind, da können wir dann die Hydrogentriebwerke ausschalten. Dann müssten hoffentlich die normalen Triebwerke, die wir haben, ausreichend stark sein, damit wir damit navigieren können. Wäre zumindest wünschenswert. Wir haben ja extra die Dinger installiert, ne, damit das funktioniert. Muss oder sonst hätten wir die installieren sollen. So.
Wir müssten es ja bald geschafft haben. Das ist halt Wahnsinn, wie weit man wirklich wegfliegen muss. Ne? Wir können bald den Planeten im Ganzen sehen. Und die ersten Asteroiden haben wir auch schon passiert, mehr oder weniger. Also da jetzt gerade, hier sehen wir es. Und wir sind trotzdem noch voll drin. Es wundert mich jedes Mal, muss ich zugeben, ehrlich gesagt. Fand ich ja ganz lustig, die Tage wurde auf dem Twitter-Account von... Nee, Twitter-Account war es nicht, es war bei YouTube, stimmt. Bei YouTube war es diesmal. Bei Twitter fand ich auch ziemlich viel in letzter Zeit, aber das war jetzt bei YouTube. So, ich schalte mal aus und gucken. Ja, Geschwindigkeit bleibt. Okay, gut, das ist wunderbar. Nacht. Da kann ich jetzt das Hydrogen sparen. Ne? Wir sehen, wir haben noch 36%, was ziemlich viel sein sollte. Wir haben jetzt ja knapp 30%, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? So 60% ungefähr hatten wir noch verbraucht. Das heißt, alles astrein, alles wunderbar. Nacht. Das werden wir gleich in der Station wieder auffüllen, falls wir noch was haben sollten. Sonst holen wir neues Zeug. Also sehr, sehr schön. Ja, ne, auf jeden Fall haben die da halt auf dem YouTube-Account von Space Engineers haben sie gefragt, von wegen, ja, wenn man was ändern könnte für die Welt, was würde man denn haben wollen für Space Engineers? Und ich muss sagen, was mir immer noch fehlt, ist halt so ein komplexeres Universum. Also wir haben ja schon ziemlich viele Planeten, aber wenn man jetzt zum Beispiel Empyrion sieht, die holen ja mächtig auf, zumindest was das Universum angeht. Ne? Jetzt haben sie ja wirklich ein massiv vergrößertes Universum. Also wir sprechen schon so, das geht jetzt schon in Richtungen Elite Dangerous, No Man's Sky. Also es sind wirklich abartig viele Sonnensysteme im Vergleich zu vorher, die man hat. Ja, es ist echt Wahnsinn, was man jetzt alles erkunden kann. Macht sehr viel Laune, bietet mehr. Jetzt ist halt die Sache... Was macht man jetzt hier? Was will man jetzt dann hier als nächstes bringen? Das wäre mal interessant zu wissen. Ich hoffe, wir erfahren da bald ein bisschen was. Aber mal gucken, das wird garantiert bald sein. So, jetzt springen wir mal in die Ego-Sicht und gucken mal. Irgendwas mit 120 Kilometern ist es, das weiß ich noch. Oder 200 Kilometer? Da. Das da hinten mit 200 Kilometern. Das muss ich nur hoffen. Das heißt, wir springen dann ungefähr 200 Kilometer in... Ja, wir setzen mal den Helm vorsichtshalber auf. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Sprungantrieb... Was ist er denn? Jump Drive. Ja, man merkt das hier im Menü dann auch, ne? Es ist dann Wahnsinn, wie schlecht das läuft. So, ich würde gerne knapp... 150, das müsste reichen. Genau, 150 Kilometer. In diese Richtung springen. Blinder Sprung, genau, sehr schön. So. Das heißt, ich setze jetzt auch mal den Verbinder hier unten hin, ne? Ich finde das kacke, dass wir das einriegeln. Verriegeln. Ja, dass wir hier dieses... Das mit den Timern haben, ist okay. Aber das andere möchte ich hier vorne haben, bitte. Das heißt, auch den Sprungantrieb werden wir hier entsprechend... Wenn ich ihn finde... Ich bin gerade so blind, ey. Hier ist er. Genau, packen wir da hin. Und dann natürlich Sprung. So. Fliegen. Und... Ja, bitte. Sieht natürlich jetzt hier in diesem, ich sag mal, TIE Fighter-mäßigen Cockpit natürlich super geil aus, ja, dass wir jetzt dann hier diesen Effekt haben. Das erinnert schon so ein bisschen an. So, jetzt mal gucken, ist es das? Ja, das muss es sein. Was anderes bleibt gar nicht übrig. Ist natürlich jetzt ziemlich weit weg. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Wir können ja jetzt die 1 auswählen. Beziehungsweise, ja, wir fliegen mal in die Richtung. 120 Kilometer ist ein weiter, weiter Weg. So. Dämpfer ausschalten. Kurz das hier. Ja, sieht man hier, ne? Die Hydrogentriebwerke, was sie für einen Schub haben. Das ist Wahnsinn. So. Das dauert mir natürlich persönlich zu lange. Das heißt, wir gucken, dass wir mit dem Sprungantrieb so circa 100 Kilometer weit... Schafft er momentan nicht.
Schafft er nicht. Ich will nur die 1 haben. Wobei, warte mal. Donut, die Donut-Basis müsste das sein, ne? Habe ich nicht irgendwo? Ah, ich weiß es nicht. Die 1 ist die Zielkoordinate. Current Jump. Okay, ja, vollständig aufgeladen, 0 Sekunden. Gucken wir mal, ob es geht. Es geht. Okay, das wundert mich. Bin mal gespannt, wo wir rauskommen. Ich hoffe nicht direkt in der Basis. Ich aktiviere mal die Dämpfer. Sehr schön. Perfekt, würde ich sagen. Wir sind gerade im Landeanflug. Wir sind ziemlich schnell, muss ich sagen. Ja. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir dann jetzt weiterhin so Probleme haben. Und wie auch unsere Basis aussieht, ehrlich gesagt. Also hier unten sieht noch gut aus. Da brennt es noch ein bisschen. Wir sehen's. Wir müssen definitiv andocken. Muss ich bloß gucken, wo das Docking Port war. Ja, das sieht danach aus. Okay. Ja, jetzt haben wir auch Licht. Wunderbärchenhaft. Erinnert mich mal dran, dass wir eine Kamera brauchen. Na nü, hallo. Ein bisschen näher ran. Hallo, was ist da los? Habe ich da den falschen Dockingport? Oder ist er nicht an? Kann sein, dass er nicht an ist, ne? Ja. Jetzt guck mal, jetzt. Herrlich. So, wunderbar. Das hat, genau, wir springen mal hier in die Ansicht hier. Das hat wunderbar hier nach funktioniert. Was wir jetzt noch machen müssen, ist unsere Hydrogentanks auffüllen. So. Hydrogentanks-Schiff. So, gucken. Genau, die sollen erstmal alles mitnehmen. Der nimmt sich das natürlich jetzt aus der Basis, ist ja klar. So, wir sehen, alles ist auf 100%, wunderbärchenhaft. Das heißt, wir werden jetzt hier wieder abklöppeln. So, dann natürlich unsere Hydrogentanks. So, Hydrogentanks sind in der Nähe. Vorrat aus, genau. Und dann werden wir natürlich an der Basis jetzt andocken, ist ja logisch, ne? Das müssen wir unbedingt reparieren. Ja, da führt schon fast, aber ich bin froh, ne, wir haben das jetzt innerhalb von einer Folge, gut, die Folge ist ein bisschen länger geworden, ich gebe es zu, aber. Immerhin haben wir es geschafft. So, ich glaube, hier in die Richtung müssen wir, ne? Ja, guck mal, das sieht gut aus. So, dann gucken wir mal, ob das da unten landen. Unser oranges Schiff müsste ja noch da sein. Das können wir dann komplett jetzt mal langsam plündern. Ja. Ich werde das jetzt hier einfach so tief wie möglich
Ah, guck mal, da kommt schon das erste wieder. Wir könnten das auch eigentlich in den Hangar setzen, ne? Vorsichtig. Wunderbar. Haben wir es geschafft. Gut eingeparkt. Ja, passt doch, ne? Das steht da und schwebt da und wir müssen es jetzt eigentlich nur noch befüllen. Klar, jetzt hätten wir das da vorne angedockt lassen können. Gib ich zu, stimmt. Wäre sinnvoller. Aber. Ah, das kommt näher. Ja, das kommt näher. Toll. Aber, ja, da. Hier haben wir noch immer keine Treppe und noch nicht zugemacht. Eieiei. Was ist das bloß hier? Stümperhaft, würde ich sagen, ne? Ja, sowas von stümperhaft. Okay. Ich sehe schon, was hinführt. Naja, auf jeden Fall müssen wir. Ach, das ist auch noch nicht. Hier, da. Da ist auch noch wieder die Leitung noch nicht. Und die Geschütztürme ist noch von diesem großen Angriff. Ja. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt machen hier oben. Ne? Das ist jetzt nicht so lebensnotwendig. Wobei, es wäre vielleicht schon nicht verkehrt. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass wir das hier nach und nach zerlegen. Es ist halt kaputt. Es ist. Ja, ich müsste es reparieren. Und da habe ich irgendwie ehrlich gesagt nicht so die Lust drauf. Und das Design war ziemlich fragwürdig. Noch. Das heißt, wir werden das jetzt nach und nach zerlegen. So leid es mir tut, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Man hätte vielleicht noch was retten können, aber ihr seht ja, geht nicht. So, das heißt, wir nehmen das alles mit, was hier so drin ist. Bringen das in unser neues Schiff. Und werden das dann entsprechend nach unten fliegen, beziehungsweise das ansonsten hier nutzen, um irgendwas Schönes zu machen. Irgendwas Tolles zu basteln. Aber ich bringe das erstmal alles hier rein. So, erstmal alles hier rein. Wir haben ja massenhaft Speicherplatz. Wir haben zum Glück diesen einen besonderen Container gewählt, der so viel tragen kann. Ob das natürlich unser Schiff verkraftet, ne? Das ist was ganz anderes. Also, ob das jetzt klappt, das wissen wir nicht. Das kann natürlich jetzt dauern, ne? Das zu zerlegen. Wir könnten ein Grinderschiff basteln. Das wäre vielleicht. Oder kurz zumindest dieses Minenschiff, was wir haben, umbasteln, damit das funktioniert. Aber. Ach, will ich das wirklich? Möchtet ihr das wirklich? Das ist die Sache. Solltet ihr euch fragen. Geht in euch. Fragt euch selbst. Wollt ihr das wirklich? Ich glaube eher nein. Ja, also ich bin mal so frech und behaupte, ihr wollt das eher nicht. Ich werde die Sachen übrigens jetzt einfach mal offline von A nach B tragen, um euch das ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen abzunehmen, weil das ist schon ziemlich eintönig, ja, langweilig. Deshalb mache ich das entsprechend. Oh mein Gott, wie viele Panzerplatten haben wir hier drin? Stahlplatten. Das ist ja super. Da können wir dann schön fleißig basteln an dem Bohrerschiff, an dem Bohrer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich durfte mir ja schon anhören, von wegen, es sei uneffizient und von wegen so, ja, ist, wenn man das mit von wegen, wenn ich endlos bauen, wenn ich das möchte, dass es endlos ist, in solchen Projektor benutzen. Ich weiß, mit einem Projektor, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich mag das mit den Projektoren nicht. Liegt eigentlich mehr oder weniger daran, weil alle Projektoren benutzen. Und ich bin ja immer, wer hier schon eine Weile dem Kanal folgt, der weiß ja, dass ich das überhaupt nicht mag. Also das, was alle anderen machen, das mag ich nicht. So, wenn das alle machen, dann bin ich schon mal generell dagegen. Ja, weil ich halt gerne so meins mache, ne, so für mich. Und da gehört das dann halt auch dazu. Ja. Okay, ja, jetzt sollten wir lieber schnell rausgehen. Tja, schade eigentlich, aber ich habe schon andere Pläne, wie wir mit diesem Design, dieser Art und Weise oder vielleicht noch einem ganz anderen Design, ein großes Raumschiff basteln können, wo wir das dann hier mitnehmen können. Ja, wird dann halt groß, wird wirklich groß.
Diesmal dann auch mit großen Steinen und nicht so mit, ja, mit den kleinen Steinen. Das müssen wir dann aber hier im Weltall basteln. Und da werde ich dann höchstwahrscheinlich auch ein Konstruktionsschiff für basteln oder die Naniten ausprobieren, die wir haben. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ja, das mit dem Sauerstoff tut mir leid, aber ist jetzt nicht so dramatisch. So viel war hier auch nicht drin, glaube ich zumindest. Ich rede mir das jetzt einfach ein, dass hier nicht so viel drin war. Sonst fange ich nur an zu weinen. Das möchte ich jetzt nicht. Ich mag gerade nicht weinen. Nein. Wahnsinn, wie wenig Teile man gerade da rauskriegt, ne? Heftig. Vor allem, wir haben unten noch die großen Platten verbaut, ne? Das ist immer so schade, ne? Sowas ist so schnell abgerissen. Aber der Bau dauert so mega lange. Deshalb werden wir jetzt einfach mal hier, zum Beispiel hier noch eine richtige Waffenplattform in der Nähe. Wir werden so einen Waffengürtel erstellen, habe ich überlegt. Wenn wir dann unten das Bohrschiff fertig haben, das Bohrauto, Entschuldigung, dann ist das nächste hier so eine Art Panzerring zu basteln. Also wirklich so ein Gefechtsring. Also wie so eine Art Halo, ja, aus dem Spiel Halo. Was wir hier um den Asteroiden drumherum bauen, aber mit dem Asteroiden über so ein paar Streben verbunden ist, damit es auch nicht abhaut. Und das werden wir dann nutzen, um da wirklich massenhaft, also was heißt massenhaft, also zumindest werden wir da ordentlich Waffen draufbringen. Ja, wir werden ordentlich Waffen anbringen, damit uns das dann schon weiter vorne beschützt, als dann, wenn wir hier die Waffen erst auf dem Asteroiden haben, weil dann bekämpfen sie praktisch erst, wenn sie da sind. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie in Zukunft früher bekämpft werden. Viel, viel früher. Ja, was weiß ich, so wenn das vielleicht, ja gut, so weit weg kann es auch nicht machen, vielleicht so 10 Kilometer entfernt, das wäre schon super, aber ich glaube, das ist auch schon zu weit. Wir müssen mal schauen, also irgendeine Lösung finden wir schon, dass wir das weit genug wegkriegen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir nehmen gar nichts auf, ne? Das dauert zu lange gerade. Ja, Wahnsinn. Energy low, warte mal. Das Ding hat doch noch Energie. Aha, ja gut, okay, jetzt war die Folge wirklich lang genug. Wie gesagt, ich werde hier so ein bisschen weiter Sachen von A nach B transportieren. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.